Wir waren dann Ja. nur, wenn ich kurz schauen darf, oben. Und dort war dieser Fight, ne? Genau, wo die waren eigentlich noch Ja, herumlummert. genau, da oben. Der Raum ist aber gelootet. Es geht nur von dort aus auch weiter, ne? Wenn ich das richtig sehe, das sind alles Türen Ja, da. na, das sind zwei Türen, ne? Genau. Bei mir sind Oben immer alle eine und schwarz, rechts ist das eine. normal? Nee, oder? Bitte? Schwarz? Ja, warte, ich muss mal reloaden. Da ziemlich weit oben in der Mitte circa. Zoomen wir mal raus, dann siehst du das ganz raus, zoomst, siehst du es wahrscheinlich leichter. Nee. Hey, ich hätte einen Bug bei mir. Du bist doch Boogie. nicht irgendwie angezeigt in der Spielliste, David. Deswegen, Ich ich habe glaube, gerade die. reloaded, damit der Bug Achso, weggeht. Vielleicht ja. bin ich dann weg. Reload mal, ja. Du, 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 du. Erst dieser Oli kommt schon wieder spät. Marco? Nein. Ich habe das mit deiner Bombe weil ich schon erzählt, ne, dass ich das Marco geschrieben habe. Das müsste so passen jetzt. Ich habe nur einen Bug gefixt, ich habe noch was falsch eingetragen gehabt bei der Splash Damage. Das war nur meins zu wenig, glaube ich. Aber das habe ich jetzt gefixt noch. Das Marco Dann noch Makro halt. hat er gemacht. Ja, das Bomben-Makro. Na, das Marco Makro. Ich werde Marco schauen, es Makro. gibt solche JavaScript-Sachen, wo man die Reichweiten und diese Felder, was betroffen ist, mal so anzeichnen kann. Aber das Echt? sogar Zeit gehabt, dass ich mir das alles anschaue. Ja, da gibt es schon ein paar leibende Leute, die haben sich das genau angeschaut. Also Aber ich ich habe mir gehöre nicht das dazu, kurz ich gehöre angeschaut nicht und dazu, das hat deswegen. irgendwie relativ Was? beschränkt ausgeschaut, die Was? Makro. Sprach da. Nein, du kannst mit JavaScript-Plugins schreiben, irgendwie offenbar. Ich muss mir das erst anschauen, wie So, man das genau echt? verwendet. Ach Also du das, Scheiße. ja, das, nur kein Stress jetzt. Vielleicht verwenden wir das in diesem im zweiten Kapitel dann, beim ersten tun wir das nicht mehr. Na, sag mal deinen Was? linken Nippel. Nein. Na, das kannst du mit JavaScript nicht machen. Ja, also, wie gesagt, oben in dem Thronraum mit diesen Pfeilern, wo die Spitzen drauf sind, die ganzen abgehackten Hände und so. Genau, da. Dann, wo sie reingrenzt und wo noch alles glitschig war und der Genau. Kübel dann irgendwie nicht mehr aufstehen können. Aber wir War haben nur das? die. Haha, das merkt er sich. Genau, wir haben nur die Chefs dort gelootet und sonst eigentlich noch nicht weitergeschaut dort in dem. Genau, diese Genau. Fälle ist die Frage, ob die was wert sind und ob man die vielleicht nicht. Beziehungsweise die Hände und Welche? alles Mögliche genauer betrachten, da mal in den Arm. Also, naja, warte, ich muss kurz schauen, wegen den Nummern da. 20, wo ist 22 eigentlich? Ah, da hinten. Okay. Wie das ist generell nicht anzeigt, wenn jemand ein Leichen hinzufügt. Das ist extra deaktivieren muss, geht das nicht? Tun wir mal dem Dings ein bisschen runter. So. Geht das? Also habt ihr schon Perception Griffith 13 in dem Raum da, ne? Alle? Na, alle haben Thronzone, noch nicht. du Kommen wir bist. mal rauf. Ah, ich frag grad, ob alle. Ich Ja, bin gerade alle noch können da. aufgehen und nachschauen. Ich hab Noch gar nicht meine Sheets offen, alle, leider. Nope. Na, dann Shield. kommen wir auf und suchen wir so Schnüffel. Chills einmal ein bisschen, okay? Und dann nehmen wir meine Schützen auf, okay? Chills. Bin nicht einmal noch richtig da. Na. Okay? Na. Also die Speed. Schwitzinski hat 18, Okay. gell? Perception hat er gesagt, gell? Also, ja. Wie willst du machen, oder? Naja. Sie kommt damit auf. Ja, ihr findet es nichts Außergewöhnliches, außer dem, was ihr schon gefunden habt. Also diese Pfeiler mit den Händen drauf. Schon wieder Auf zweimal. den Händen selbst ist nichts Tolles. Ja, da gibt es nichts Okay. Spannendes zum Erzählen. Ja, bitte? Beim Drohnen auch nichts da hinten, wo der Mhm, Dings na, gesessen ist. na. Ja. Gar nichts. Okay. Ja, gehen wir von da weiter oder gehen wir von unten weiter? Ich würde unten nochmal links gehen, weil da sind ja zwei Türen und bevor wir uns da verrennen. Okay. Genau, also da ist ein Gang mit Zwerge zwei voraus, ne? Türen. Mit zwei Türen. Eine geht nach links, eine geht nach oben. Wo gehen wir hin? Ich bin für links. Tippen. Für links? Was ist links? Links. In dem Fall geradeaus, oder was? Ja. Nach Westen. Nach Westen, ja, machen So wir es so. leicht. Ist Gut, einfacher. ich gehe da mal rein. Ist cool drin. Oder schon? So, Moment, sag halt stopp! was. Aus, Ich aus! Nein, 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 geh nein! da mal rein. Einige gibt's gar nicht. Einige gibt's gar nicht. Okay, alles wieder Also, retour. wenn, dann machst du die Tür auf. Ja, Dann ich mach ich die mach die Tür Tür. auf. Oder du willst sie leise aufmachen, dann machst du Stealth und so, bla 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 bla. Der Zwerg in der Plattenrüstung. Einige tust du dann, wenn ich sag. Sonst kommt gleich der Ich große mache Drache die daher. Tür Sonst auf. kommt Sonst kommt gleich der Drachen plus 1000. Moment kurz.
Muss kurz schauen, was da genau passiert. In Zwergenmanier rennt er einfach rein. Logisch. Ja. Genau. Einfach so wie über die Brücken, nicht? Alter. Berserk. Ist so. Genau. Gut. Also, Tür auf. Da Ultan, nachdem er da so prominent steht, frisst gleich mal die zwei Speere. Prominent. Und ja, sicher. Also zwei, dem zwei so Wurfspeere. 20. Dicker Zwerg, geh mal dort weg. So, 18 trifft es. Ich möchte mal. Flatfooted übrigens. Kyrill. Nein, 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 du bleibst jetzt schon stehen da. Der Kyrilla. Kyrill hat da Jetzt ist oben es die spät, Tür jetzt ist es aufgemacht. spät. Ich hab da Jetzt unten ist es gerade. spät. Das ist ein Doppeltier, ne? Der Kyrill Ja. hat oben aufgemacht und wie kann ich da was fressen? Nein, 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 nein. Das ist eine Doppeltür, die geht gemeinsam auf. Magic Doppeltür? Ja, Magic Doppeltür. Ah. Na, also 18 und 11 gegen Flatfooted. 18 Jahre, öffne nicht. Elf nicht, okay. Das sind 4, so, 2 Schaden und dann Initiative bitte. Was ist jetzt hier? Nee, ich würde die Musik. Du bist Das ist selber weg. die dran. Oh. Zwei. Oh yeah. Beim Zahnrad. Beim Zahnrad. Und dann? Ne, du zur Musik ausstellt, Musik ausmachen. Ja, aber Oder? auf drei Bildschirmen noch. Der Ma Master Music Volume Level. Ja. Ganz links, geht schon. Weiß ich nicht, was das Problem ist. So, da. Add Turn. Achso, hoppala. Ich krieg auch noch einen Turn. Die sind natürlich da hinten versteckt jetzt. Was habe ich denn dafür? 6 haben wir da. 16 habe ich, na gut. 16, 16, der David hat 14, der Martin hat. Achso, hoppala. Eine. 9, ja. Nav hat 8. Der Kyrill hat 6. Marco hat noch Marco nichts. hast. Marco? Sonst bist du gestern nicht so dran. Initiation. Initiation, ja. Initiative heißt das, was du genau wissen willst. Was? Nein, Ja, ich Initiation. finde es leider nie, ich muss immer wohl lang suchen, aber Parcours. jetzt hab ich schon. Ein gut Sie Englisch. haben es echt gut verstanden, haben es echt gut versteckt. 6. 7. Ja. Das sind 3 plus 5. 20 plus 5. Das ist die. Wo ist der Vektor? Naja. Die Dings fällt nur noch. Ja, 20 ist ganz gefällt. Und der Schalelu. Marco hat 7, ja. Tun wir mal Sending. Passt, Jalilo ist das erste dran. Ich kann natürlich. Oh, was da ist. 50 Mal schießen in der Na, kann nicht Sekunde. Fußball schießen, die kann nur. Ja, ich zerfixe alle. Nein, Da nein, für das herrennen. ist die Schalelu zuständig. Achso. Die rennt nur daher. Echt? Ja, ne, die kann nicht, die Sehr kann nicht, die beeindruckend. ist da oben gestanden, ist da oben gestanden und Double Move gemacht, also. Also. Und dann sind die zwei Sehr Verwandlinken dran. beeindruckend. Die stellen sich daher. Und tun nochmal mit ihrer zwei, mit jeweils zwei Wurfsperre. Hoppala. Jeweils zwei Wurfsperre. Na, Da jeweils finden einer. gleich. Nochmal mit zwei, jeweils einer. Zweimal jeweils einer. Ich glaube, die Also Dual Wielden Wurfsperre. wieder auf dem Druiden, der vorsteht. 15 und 21 flatfooted. Druiden? Ja. 21, ja, Flatfoot. Warum schon wieder flatfootet? Ja, du Wenn nicht noch dran nicht warst. drauf war, ja. Ja. Ja, ich weiß ja. Ich wollte nur testen. 15. Ja, 15er. Okay, erster 4, zweiter 4. Macht Ja, schon. danke. So haben wir eigentlich unser, was ist letztes Mal passiert, nicht gemacht. David ist dran, weil ich das ja schon dazu habe. Stimmt. Das. Ich. Wenn du es nicht mehr warst, dann Anna. hast du Pech gehabt. Dann machen wir. So. Ja.
Ja, David ist dran. Ja, was ist denn das Beste, was ich da mache? Warten? Weil ich so low bin? Na, du kannst durch uns durchrennen. Richtig. Ja, aber dann greifen sie mich an, höchstwahrscheinlich. Ja, das ist ja gut. Du kannst bis zum Ende der Runde aussetzen. Ja, das heißt, das ist eh gut. Naja, das ist insofern gut, weil du ein bisschen mehr AC hast als der Martin. Hm. Außerdem steht der Martin dann genau hinter dir und kann dann zur Not mit Wunden heilen. Also so, dann gehe ich auf den Doppelschwerter, ja. Okay, das geht auch, ja. Ja, die haben beide die gleichen Waffen. Sie hatten Wurfsperre und jetzt nehmen sie wahrscheinlich ihre Schwerter raus nächstes Mal. Das geht sie glaube ich aus. Moment, muss ich kurz schauen. Ja, das geht sie aus. Und Damage 9. Ja, sonst hast du eh nichts, glaube ich. Kriegt das keiner, passt. Ja, das ist ganz schön viel, ja. Eben. Du stichst ihm in die Nieren und er verliert schon stark Blut, aber noch eine nicht, Niere noch wurde nicht genug, um niederzufallen. So. Unser Druide ist dran. So, Rache. Arrow to his knee. Was magst du? Achso. 16 trifft A, ja. Auf welchen schießt? Naja, auf den Ohren da. Ja, sehr gut, das ist minus 5. Der hat minus 3 und ist mal auf Sterben unterwegs. Der Nav ist dran. Hey, der hat schon 9 Damage Presser und jetzt 5 sind. Naja, nein, er ist schon tot, ja. Also er hat minus 3. Er ist. Ich mach das was. Achso, minus 3, okay. Er hat minus 3, ja. Also er stirbt gerade. Okay. Na, da kommt. Die Ratte sitzt das aus. Die sitzt hinten und putzt sie. Okay. Ich schwaff. Musst du verzögern mit der Ratte oder? Ja, verzögern. Okay, dann kommt der Marco dran. Aber du kannst nur hinter Marco und hinter den Kübel verzögern, dann fängt der neue Runde an, gell? Ja, ja. Kann ich dazu wegen mir schießen? Ist das doppelt dir, ja. Ja, da kannst du nein, das ganze Mal schießen. Aber nur mehr auf den. Also du kannst am zweiten Mal schießen, der schon liegt, aber der hätte halt plus 4 AC und so und ist eh schon mal tot, ne? Also. Hä? Ich würde wenn dann auf den unteren schießen, ne? Den sehe ich gar nicht. Wahrscheinlich ein bisschen mehr Sinn. Hä? Den sehe ich gar nicht. Und da müsste es sein von dem da. Ich sehe nur. Ja, von dem da. Den machst du. Ja, da ist schon ein anderer, ne? Da oben. Genau über ihm steht ein anderer, ne? Der mit Mixer? Ja, der ist schon. Ja, genau. Der ist schon. Warum sollte der auf dem Mixer schießen? Ja, weiß ich nicht, du kannst. Du kannst theoretisch ist er noch ein valides Ziel, du kannst noch schießen auf ihn, ne? Also. Nein, tue ich nicht. Aus purer Böshaftigkeit. Aus purer Böshaftigkeit. Also ich hab Cover Brain damit, ne? Also ja, ich schieß zweimal auf den anderen, also ich schieß auf den anderen mit meinem Doppelschuss. Ja, 6 ist zu wenig, ja. Das war's jetzt schon. Zweiter. Ja. Marco? Ja, ja, tschüss schon. Ah, warte mal. 19, geht sie aus. 2 geht sie. Ist auch okay. 2 Schaden. Und der Kyrill ist dran. Du, Martin, du musst übrigens sagen, wann du deine Ratte einsetzen willst. Gell? Ja, noch ein Kyrill. Noch ein Kyrill. Also, ich gehe daher und attackiere den noch lebenden, stehenden. Ja. Marco. Der gescheißt. Ja, Damage. Was hast du gescheißen? 11 Damage. Also, hallo? Minus 11, der ist auf minus 2. Und was hat er drüber gehabt? Ich hab unten auf 5 geschaut, deswegen. Ah, apokalyptisch, ja. Crit. Ja. Oh, scheiße, Crit Damage. Ich hab nicht gecritet, aber Crit Damage wäre ziemlich niedrig gewesen. Also, ja, passt. Ich könnte es noch stabilisieren, wenn ihr wollt. Und irgendwie, weiß ich nicht, Fesseln befragen, was nicht wollt. Dann. Ich kann reden, ja. Ja. Und so jetzt. Jetzt haben wir unseren Goblin ein Stück. Richtig, den anderen lassen wir verrecken. Achso, habt ihr das schon vermisst oder deswegen? Richtig, ja. Wir wollten mit ihnen sprechen. Genau. Ja, heilig. Okay. Ja, habt ihr Seil mit oder irgendwas mit dem sie festhalten können? Ja, zwei Seile. Wir haben sogar Ketten mit, oder? Haben wir nicht extra Handschellen dann gehabt? Handschellen habe ich nicht, aber Seile haben jede Menge. Ihr könnt auch Handschellen, es gibt übrigens Handschellen zu kaufen. Ja, dann sag ja. PPS Folterwerkzeug. Erinnert mich dran. Es gibt gute Werkzeuge. Dazu muss ich sagen, in der Kampagne geht es unter anderem auch um Sünden. Und Grausamkeit ist dann nicht direkt der Sünde, aber zählt dann auch zu einer Sünde dazu. Also hat dann Auswirkungen später im Spiel. Nicht tragisch, passiert aber auch. Naja. Alles ist nicht so tragisch. Nein, ist nicht so tragisch. Ich muss sowieso aus dem Raum rausgehen, weil ich bin lawfully gut und ich könnte das nicht wieder anschauen. Du bist echt lawfully gut? Ja. Wir verwenden. Ihr braucht ja meine Quirl, ich meine,
außerdem tut es ihm ja sogar heilen. Ne? Also, ja, er müsste es ihm heilen, theoretisch. Ne? Also. Stechen wir ihm einfach einmal ein Auge aus und schauen, was passiert. Was? Was haben wir reden, bevor du irgendwas machst, Alter? Alter. Ja. Moment, ich bin Lawful Godfart, lasst ihn uns ein Auge ausstechen. Ja, das ist das nicht ganz nach böse, nicht? Nach einer Idee, die ein Lawful gut gekriegt hätte. Ja, also wer macht jetzt was genau? Ist er Jim wieder? Das eine soll, wir finden ihn mit uns seltsam. Wir können ihn nicht halten, aber was ist noch los? Das ist eine Scheiße. Wir wollen ja nur mal kurz mit ihm reden, wenn er nichts wichtig ist. Hast du eine Leiter? Wir binden ihn an eine Leiter, genau. Okay, dann kann er nicht davor rennen. Wir binden brauchen eine Leiter, ja. Zwei Eier, ja. Und einen Schaum. Was, oh Gott. Was geht's überhaupt? Was soll übersetzen? Ich bin nicht so hundertprozentig. Was machen wir da unten? Und welche Informationen kann es geben, wie wichtig ist so? Das ist eigentlich was soll ich sagen? Momentan kann ich euch noch gar nichts erzählen, weil er ist noch auf minus 2. Hat schon irgendwer Stabilisierer auf ihn gecastet? Oder so? Naja, Moment mal. Ja, ist ja gut. Wieso? Wir sind außerhalb von der Dings nicht, wir können ja mal so stabilisieren. Ne? Stefanie, ja, wenn ihn jemand entweder heilt oder stabilisiert, du musst also schon entweder stabilisieren drauf casten oder ihn mit einem Heal-Check daran hindern zu verbluten, weil sonst krepiert er dann nicht trotzdem. So. Theoretisch pro. Ups, was ist das? Was ist das? Vollstopp. Er verliert theoretisch alle 6 Sekunden verliert er 1 HP. Also jetzt hat er schon minus 4, ne? Und ja, bei minus. Wo ist das? Da. I cast double the size. Double the size? Ja. Okay. Okay, passt. Also bleibt jetzt auf minus 4. Hoppala. Yeah. So, ja. Also bleibt auf minus 4. Aufmachen. Ja, jetzt wollen wir wirklich einen Heal Spell auf den Trottel verwenden. Ich meine, wir haben noch genau einen, der Oliver ist nicht da. Oder du hast einmal schon castet. Ich habe einmal schon castet, einen habe ich noch. Shailo kommt rein und sagt, also ich würde ihn ja töten. Wer sagt denn was? Er gehört, was? Wer sagt denn was? Kommt rein und sagt, ich werde ihn ja töten. Diese grausame Kreatur, die armen Bauern ihr Brot stiehlt, ihr Vieh abschlachtet und unsere Pferde und Hunde meuchelmordet. Also, er hat hier nichts verloren. Es gibt nichts, was wir von ihm erfahren können. Ja, da frage ich sie, warum sie sich so sicher ist. Ich habe schon genug mit Goblins zu tun gehabt. Die sind alle nur dumm und können nicht mal Anweisungen befolgen. Ja, aber das Problem ist, dass wir halt da irgendwie im Dunkeln tappen und überhaupt nichts wissen, was da herin abgeht. Also irgendwas müssen wir da jetzt herausfinden. Vor irgendwen. Und bis jetzt haben wir alle anderen abgeschlachtet. Ich würde vorschlagen, wir schauen uns die Feste weiter an und erkunden die Feste und wir finden selbst heraus, was es hier zu entdecken gibt. Mhm. Ja, dann frage ich mal die anderen, was die machen wollen. Also, da der Oliver nicht da ist, würde ich unseren letzten Heal-Spell ehrlich gesagt nicht auf diesen Goblin verschwenden. Um ehrlich zu sein. Na, wieso? Wir können ja auch wieder zurückgehen. Wir müssen ja nicht da bleiben, oder? Können ja wiederkommen. Oder ist das nicht möglich? Das geheilt wiederkommen. Naja. Ja, weiß ich nicht, was dann passiert, ne? Jetzt weil so würde ich jetzt eh nicht gerne weitergehen. Ich habe die Hälfte HP. Okay. Wer weiß, was noch kommt. Ja. Charlie meint, nachdem wir mit dem Goblin König fertig geworden sind, kann ich mir nicht vorstellen, dass es in der Feste noch wirklich Gefahren für uns gibt. Das glaube ich auch nicht, aber wenn wir einen Tag weg sind, kann es schon sein, dass wir. Ja, natürlich, wenn wir einen Tag weg sind, dann besteht natürlich die Chance, dass sich die Goblins neu kopieren können und dann haben wir den ganzen Schlamassel nochmal. Ja, passt, aber die Instanz resettet, können wir nochmal Loot fahren. Okay, der praktische Gedanke.